Moin Heiner, grüß dich. Du bist mit deinem Bulli zu Besuch in Norderstedt aus dem Süden. Warum? Moin Kai, ja warum? Weil sie versucht haben oder mich beklaut haben auf der Autobahnraststätte. Wo war das? Frankreich. Genau kann ich nicht sagen, ungefähr 750 Kilometer von Barcelona war ich gefahren, musste tanken. Ja. Dann habe ich nachts mich hingelegt. Im Hochdach, ja. Habe alles abgeschlossen, Alarmanlage oder das blinkte rot. Und dann bin ich irgendwie wach geworden, gucke ich, geht die Fahrertür zu, so zugeschoben. Das hast du geträumt? Da habe ich gedacht, habe ich geträumt, von wegen. Und dann bin ich runtergeklettert und da konnte ich sehen, dass die Klappe vom Sicherungskasten auf war. Ja, Taschenlampe genommen, ins Auto gegangen. Keine Einbruchspur. Nichts, gar nichts. Ja. Was ich hier so interessant finde, es ist ja völlig auszuschließen, dass sie bei dir vor der Tür oder sonst irgendwas, weil du kamst von der Fähre und hast eine lange Reise gemacht. Da fährt dir ja keiner 1000 Kilometer hinterher, um den Bulli dir zu klauen. Sondern da geht es ja primär, sei mal, das muss ja wirklich, die müssen ja einen Hack haben, um da spurlos in das Auto reinzukommen. Ne? Mhm. Hattest du denn vorher nicht mal dir Sorgen gemacht, weil ich meine, ein VW-Bus mit Allradantrieb, der nicht mehr zu bekommen ist, hattest du denn vorher nie Probleme irgendwie mit Kriminalität oder auf den Gedanken gekommen, da dir nachträglich was einbauen zu lassen? Nee, nachträglich nicht. Denn als ich den gekauft habe, wir haben schon mal einen Reifen kaputt gestochen, Cabrio-Dach aufgeschnitten. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Auto eine Sperre hatte. Hat es ja auch, aber das nützt für solche Leute. Aber funktioniert nicht. Für solche Leute langt es nicht. Und wieso hatten Sie den Reifen zerstochen? Was ist da passiert? Ja, wahrscheinlich wollten sie das Auto auch glauben. Es war ein Mercedes G, das letzte Modell, 320 CDI. Ja. 2006 war das Autobaujahr. Und dann bist du losgefahren mit dem Plattfuß und hast es gar nicht gemerkt? Erst habe ich es nicht gemerkt. Als ich dann um eine scharfe Kurve gedreht habe, dann habe ich gemerkt, dass es walkte und schlapp, schlapp ging. Und die nächste Kurve stand Polizei und dann hat er von gelassen. Ach, da ist einer neben dir hergefahren? Neben mir und hat immer gezeigt und wollte, dass ich anhalte. Ach, krass. Mhm. Ja. Auch das, sage ich mal, höre ich mal häufiger. Und da ist es natürlich unheimlich wichtig, weil ich sage mal, wenn Sie so einen VW-Bus in der Nacht klauen, dann kriegst du das ja meistens erst am nächsten Morgen mit. So, und wenn du dann keine Alarmanlage hast, die dich dann in der Nacht benachrichtigt oder die Nachbarschaft benachrichtigt, dann fehlt dir natürlich die Zeit. Weil wenn das Auto außerhalb dem Ermittlungsradius der Polizei ist, wenn das Auto in Polen ist, dann siehst du das Ding nicht wieder, dann hast du verloren. So, und deshalb ist es so wichtig, wenn du dieses Carnapping hast, also das mit dem Reifen zerstechen, sie fahren dir hinterher, du gehst raus, ein anderer springt rein und die hauen ab, dann brauchst du ein Ortungssystem, wo du sofort gucken kannst, wo sind die, dass du die Polizei benachrichtigen kannst, weil dann hast du wirklich noch eine Chance, dass du Zugriff auf das Auto hast. Was ist die Quintessenz? Was würdest du empfehlen, wenn man sich so ein Auto kauft? Aufs werkseitige System vertrauen oder vielleicht zum Profi? Nee, gleich zum Profi. Bin ich ja dann gekommen. Ich habe bei 3, 4 mir Videos angeguckt und dein Video hat mich am besten angesprochen. Ja, das freut mich sehr zu hören. Ja, also vielen Dank, Heiner. Ich kann dir nur viel, viel Glück wünschen und dass du noch viele Kilometer glücklich mit dem neuen Auto bist. Okay. Und ich kann dir aus 30-jähriger Erfahrung sagen, dass unsere verwehrte Kundschaft noch nie einen Verlust hinnehmen mussten. Und da gehörst du mit Sicherheit jetzt auch zu. Ne? Vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Ich auch zu denken.